Das Flight Deck von Turtle Beach ist nun schon einige Wochen auf dem Markt. In meinem ersten Video dazu, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, haben wir das HOTAS-System gemeinsam ausgepackt und eingerichtet und für einen ersten Gesamteindruck gesorgt. Im zweiten Teil zum Flight Deck sehen wir uns heute einmal genauer an, wie man Profile anlegt und wie man die Tastenbelegung für den Microsoft Flight Simulator hinterlegt. Außerdem habe ich eure Fragen aus den Kommentaren gebündelt mit meinen eigenen direkt an Turtle Beach weitergeleitet. Die Antworten sind eingetroffen. Auch darauf gehen wir im Detail ein. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andy. Schön, dass du da bist. Damit ich euch jetzt hier an der richtigen Stelle abhole, wir befinden uns hier am PC innerhalb der Hangar-App, die erforderlich ist, um alle Einstellungen vorzunehmen. Die Firmware hatte seit Release keinerlei Updates, bedeutet beim Throttle sind wir bei Version 1.0.6 und beim Stick bei Version 1.0.3. Woher ihr die App bekommt und wie ihr die installiert, erfahrt ihr im ersten Video. Für beide Einheiten, also für Throttle und Stick, könnt ihr nun eigene Profile anlegen. In meinem Fall für die Cirrus SR22T innerhalb des Microsoft Flight Simulators. Die Hangar-App lässt uns dabei erfreulich viel Spielraum, was die Individualisierung angeht. Beispielsweise habe ich mir hier einen Screenshot aus dem Hangar innerhalb des Microsoft Flight Simulators der Maschine als Bild hinterlegt und auch den Namen der Konfiguration können wir individuell gestalten. Im Bereich Panel Editor können wir nun bis zu 3 Panels am Display des Throttles frei belegen. Auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, jede der 3 Seiten individuell zu benennen. In meinem Fall ATV für Andiana TV, SR22T und dann einmal für den Autopiloten, einmal für die Lichter und auf der dritten Seite habe ich die Enteisung hinterlegt. Sobald wir mit der linken Maustaste einen Doppelklick auf das jeweilige Panel ausführen, vergrößert sich dieses und wir haben Zugriff auf die Beschriftung. Je nach Schalter sind unterschiedlich viele Zeichen möglich und auf jeden Fall ausreichend, um hinterher keine Fragen offen zu lassen, was der jeweilige Knopf bedeutet. An jedes Feld ist eine jeweilige Taste gebunden. Diese Tasten könnt ihr euch anzeigen lassen oder verstecken, sind aktuell nicht abänderbar und werden später bei der Einrichtung der Steuerung im Microsoft Flight Simulator noch ganz entscheidend sein. Von daher lasst euch diese hier innerhalb der App einfach angezeigt, um später die Einrichtung im Microsoft Flight Simulator zu vereinfachen. Auch auf den Style eures Panels habt ihr Zugriff. Es gibt Space, Combat und Commercial. Für die Cirrus SR22T habe ich mich für Commercial entschieden. Unter dem Punkt Hardware Settings habt ihr die Möglichkeit, die Haptik eures Throttle-Profils einzustellen. Sobald ihr Haptics auf On stellt und unten die Dead Zones entsprechend anhakt, könnt ihr am Schubregler an den entsprechenden Positionen Vibrationen entstehen lassen. Und da man den Schubregler ja in der Mitte trennen kann, kann man das auch auf beiden Seiten umsetzen. Und abschließend beim Throttle noch ein kurzer Blick auf das Lighting. Auch hier habe ich entsprechend individualisiert, allerdings durchgehend in einer einheitlichen Farbe. Wer möchte, kann hier aber auch hinter jeder einzelnen Area unterschiedliche Farben hinterlegen. Ganz wichtig ist hier oben einmal abspeichern, wenn ihr mit eurem Profil fertig seid und hier einmal das Profil auch aktivieren. Das muss hier entsprechend angehakt sein, danach kommt ein kurzer Lademoment und das Profil wird von der App auf die Hardware ausgelagert, also auf der Hardware direkt gespeichert. Das war im Übrigen auch eine Frage aus dem Kommentarbereich des letzten Videos, vielen Dank dafür, die Antwort stammt direkt von Turtle Beach. Wie ihr seht, befinden wir uns hier mittlerweile direkt in der Konfiguration des Flight Sticks. Auch hier habe ich das Bild aus meinem Hangar hinterlegt, alles entsprechend benannt, auch das Panel, das erscheint dann hier auch am Flight Stick oben am Display. Und auch hier wähle ich den Panel Style Commercial. Im Bereich der Hardware Settings habe ich tatsächlich nichts weiter verändert und die Standardeinstellungen gelassen, wie sie sind. Meine Empfehlung ist hier tatsächlich nur dann Einstellungen zu verändern, insofern ihr in der jeweiligen Anwendung, also in meinem Fall im Microsoft Flight Simulator, zusätzlich nachbessern wollt. Das kann individuell der Fall sein, muss aber nicht. Damit der Flight Stick optisch zum Throttle passt, habe ich lediglich noch das Lighting angepasst.
Auch hier ist abschließend wieder wichtig, schön abspeichern, also schön abspeichern und das Profil aktivieren. Ergänzend zu Stick und Throttle könnt ihr das sogenannte Flight Window nutzen. Dafür installiert ihr auf eurem mobilen Endgerät, also Handy oder Tablet, ebenfalls die Hunker App, die ist nun nicht nur für Android, sondern zwischenzeitlich auch für iOS erhältlich. Verbindet dann euer Handy oder Tablet mit dem Flight Deck per Bluetooth und könnt ebenfalls ein Profil anlegen. Genau wie auch bei Stick und Throttle könnt ihr ein Bild hinterlegen, das Ganze benennen, angeben, ob ihr die Darstellung im Hoch- oder im Querformat möchtet und ganz individuell Knöpfe, Schalter und Drehregler hinterlegen. Per Doppelklick mit der linken Maustaste kommen wir wieder auch in das Panel hinein und können die Knöpfe einzeln benennen. Auch hier haben wir wieder eine feste Tastenbindung, die hier angezeigt ist jeweils. Genutzt werden dafür überwiegend Tasten auf dem Nummernblock bzw. insofern ihr ein Tablet verwendet, auch die F-Tasten. Also auch hier müssen wir nachher die Tastatur mit einbinden, was bei der Tastaturbelegung innerhalb des Microsoft Flight Simulators noch sehr entscheidend wird. Da die Tastenbindung aktuell nicht veränderbar ist, ist meine Spekulation, ob man mehrere Displays gleichzeitig verwenden kann, erstmal hinfällig. Schließlich kann jede Taste nur eine Funktion ausführen. Am Handy sind 18 Tasten möglich, am Tablet sogar insgesamt 28. Im Panel Editor für das Tablet sieht man dann auch sehr schön, welche Tasten dafür in Frage kommen. Wie vorhin schon erwähnt, sind das ausschließlich Tasten, die am Nummernblock der Tastatur zu finden sind, beziehungsweise F1 bis F12 plus die Tabulator-Taste. Wie auch schon am Display des Throttle ziehen wir nun per Drag and Drop die Tasten unserer Wahl auf das Display und benennen sie entsprechend. Auch das Flight Window müssen wir selbstverständlich wieder abspeichern und auf aktiv setzen, damit wir es im Anschluss auf Handy bzw. Tablet nutzen können. Innerhalb der Apps ist nun alles entsprechend eingestellt. Wir wechseln also einmal in den Microsoft Flight Simulator und dort in die Steuerungsoptionen. Für das Flight Deck ist im Microsoft Flight Simulator keinerlei Standardprofil hinterlegt. Bedeutet, die Hardware, also Flight Deck, Stick und Throttle werden problemlos erkannt. Die Steuerung müsst ihr nun allerdings komplett selbst hinterlegen. Meine Anfrage bei Turtle Beach ergab, dass man aktuell an Standardprofilen arbeitet und diese in Kürze kommen sollen. Zur Einrichtung der Steuerung empfehle ich euch grundsätzlich die Anlage eines jeweiligen eigenen Profils. Am besten speichert ihr euch dieses auch außerhalb des Microsoft Flight Simulators irgendwo ab, damit ihr, falls ihr irgendwann mal eine Neuinstallation benötigt, dieses Profil wieder installieren könnt. Zur besseren Übersicht. In meinem Fall ist jetzt hier am PC angeschlossen eine Tastatur, eine Maus, ein Controller einer Xbox Series X, der Flight Deck Stick, der Flight Deck Throttle sowie der Tobi Eye Tracker. Bis auf die Maus haben alle Eingabegeräte eigene Eingabeprofile. Ich gehe jetzt hier natürlich nicht auf jede einzelne Taste ein, wo die hinterlegt ist und so weiter, denn das ist ja schon sehr individuell und jeder hat da seine eigene Vorstellung von. Aber wie hinterlege ich denn jetzt nun generell? Eine wichtige Grundvoraussetzung bei einer Neuzuweisung ist, dass ihr den Filter einmal auf alle stellt. Nur dann werden euch wirklich alle Möglichkeiten angezeigt und nicht eventuell nur zugewiesene Tasten und so weiter, was das Ganze natürlich massiv einschränken würde. Außerdem empfehle ich, das Flugzeug eurer Wahl auch direkt irgendwo auf eine Startbahn zu stellen, sodass ihr getätigte Eingaben direkt gegenchecken könnt. Über die Suchfunktion auf der linken Seite habt ihr nun zwei Möglichkeiten. Insofern euch der Name der Aktion bekannt ist, könnt ihr diesen hier direkt suchen oder ihr könnt danach suchen, was der jeweilige Knopf eurer Hardware auslöst, wenn ihr diesen drückt. Eine weitere Möglichkeit befindet sich direkt darunter unter Eingabe auswählen. Hier werden alle Möglichkeiten angezeigt, die das oben ausgewählte Eingabegerät bietet. Lasst uns das Ganze mal anhand eines Beispiels durchführen. Wir haben hier Zoom-Achse Cockpit-Ansicht feststellen. Das ist der oberste Punkt hier unter Kamera, Cockpit-Kamera. Und wenn wir hier jetzt in das linke leere Feld klicken, öffnet sich dieses Fenster. Ich bleibe jetzt einfach mal bei der Taste 11 meines Flightsticks und hinterlege diese. Anschließend müssen wir hier auf Validieren klicken. Dann sehen wir hier schon, dass die Taste entsprechend hinterlegt ist. Und jetzt ist noch wichtig, auf Anwenden und Speichern unten zu klicken, damit das Ganze übernommen wird. Und so machen wir das nach und nach mit allen physischen Tasten, Schaltern und Achsen, sowohl am Flight Deck Stick als auch am Flight Deck Throttle. Und nochmal der Hinweis, legt euch Sicherungskopien an, denn es ist schon aufwendig.
Wie ist das Ganze jetzt mit den Displays? Ich lege hier separat einmal die Hangar-App mit aufs Bild. Genau aus diesem Grund. Und falls sich das jemand fragt, habe ich im Übrigen auch den Microsoft Flight Simulator im Fenstermodus gestartet, damit das möglich wird. Wir erinnern uns, und da ist es jetzt egal, ob wir über das Display am Throttle sprechen oder über die Handy-App. Jedem hinterlegten Schalter, Knopf, Drehregler und so weiter ist ein fester Punkt auf der Tastatur zugewiesen. Da ich das alles schon hinterlegt habe, belasse ich jetzt hier einmal den Filter auf zugewiesen, damit wir nicht durch alles durchscrollen müssen. Und wir schauen uns einmal den Punkt Autopilot Hauptschalter umschalten etwas genauer an. Ihr seht, da ist der Buchstabe W auf der Tastatur hinterlegt. Und das ist auch genau das, was hier laut der Hangar-App entsprechend vorgegeben ist. Ich habe also meinen Knopf mit dem Autopiloten hier einmal auf diesem Feld hinterlegt. Das ist auf W hinterlegt. Habe das Ganze als AP für Autopilot benannt. Und im Microsoft Flight Simulator entsprechend auf der Tastatur und nicht am Flight Deck hinterlegt. Das ist wichtig, dass man das so versteht, sonst funktioniert es nicht. Hier sehen wir nun das Flight Window, also meine Handy-Display-Darstellung. Dort habe ich ausschließlich Kameraansichten hinterlegt. Und so ist beispielsweise die Schnellsicht außen links auf der 10er-Tastatur das Minuszeichen und in der App als extern 2 benannt. Zur Unterstützung des Ganzen findet ihr auf der Turtle Beach Homepage entsprechende Empfehlungen für die Tastenbelegung. Die Links dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung hier unter dieses Video. Insgesamt ist die Tastenbelegung schon sehr zeitaufwendig, aber das Ergebnis kann sich absolut sehen lassen und es fördert das Verständnis, wie auch der Microsoft Flight Simulator in Sachen Steuerung aufgebaut ist. Während wir die Umsetzung hier jetzt einmal live in Aktion sehen, gehe ich noch auf die ein oder andere Frage aus den Kommentaren des letzten Videos ein. Beispielsweise kam auf, ob man denn den Schubregler auch einzeln bekommen kann, beziehungsweise auch den Flight Stick eventuell. Und Turtle Beach hat darauf geantwortet, dass es derzeit keine Pläne gibt, dies anzubieten. Man hört sich aber stets das Feedback aus der Community an und wenn die Nachfrage da sein sollte irgendwann, kann man die Situation in Betracht ziehen und eventuell beides auch einzeln anbieten. Komplett unwahrscheinlich ist es somit also nicht. Kleiner Tipp dazu vielleicht, solltet ihr Interesse haben an einem Einzelbezug der Komponenten, ja, dann geht Turtle Beach einfach ein bisschen auf den Zeiger, ne? Anfragen, 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 eventuell wird es irgendwann mal umgesetzt. Die gleiche Antwort gab es im Übrigen auch auf die Anfrage hin nach speziellen Halterungen, zum Beispiel für Schreibtische, Flight Rig und dergleichen. Auch hier ist Stand jetzt nichts geplant. Sollte die Nachfrage allerdings steigen, denkt man darüber nach. Ein wichtiger Punkt meines letzten Videos war, dass uns als Community schon negativ aufgefallen ist, dass das Flight Deck nicht für Xbox umgesetzt wurde. Nicht nur meiner Einschätzung nach hätte innerhalb der Velocity-Produktfamilie das Flight Deck auch auf Xbox einfach perfekt gepasst. Auf die Frage hin, ob das Flight Deck denn so oder so ähnlich auch einmal auf Xbox erscheinen wird, kam die Antwort: Wir sind daran interessiert, dies für die Plattform zu tun, aber es ist nicht in unseren unmittelbaren Veröffentlichungsplänen. Eine interessante Äußerung, wie ich finde, und das klingt jetzt nicht ganz hoffnungslos. Wir dürfen also weiterhin gespannt sein. Ich gehe jetzt einfach mal ganz fest davon aus, da kommt noch was. So, jetzt haben wir hier im Hintergrund allerhand Knöpfchen gedrückt. Und ihr seht schon, die Displays reagieren wirklich on point, also sowohl am Throttle als auch am Handy. Einziger kleiner Nachteil für mich an den Displays ist tatsächlich, dass die Knöpfe keinerlei Feedback geben, also optisch keinerlei Feedback geben, ob sie jetzt gedrückt, also aktiviert sind oder nicht. Egal welchen Knopf ich per Drag and Drop verwendet habe, es leuchten hier am Display keinerlei Lichter oder dergleichen auf, wenn eine Aktion aktiv ist. Ich hoffe, das wird noch nachgereicht, das wäre eine schöne Ergänzung. Auch wichtig fürs Verständnis: Auch den Drehrädern sind lediglich Tasten zugeordnet. Das sieht man hier sehr schön und es ist auch wichtig fürs Verständnis. In diesem Fall sind die Tastaturbuchstaben R und O bei Plus und Minus entsprechend hinterlegt. Auch Kippschalter auf den Displays funktionieren nur in eine Richtung, insofern sie nur einen Button, also einen Buchstaben auf der Tastatur belegen. Auch das ist bei der Einrichtung zu berücksichtigen. Jetzt wurde ich noch gefragt, was ist das denn für ein orangener Schieberegler am Flightstick oben? Damit schalte ich den großen runden Knopf in der Mitte oben in ein Touchfeld um. Ist das Ganze aktiv, lässt sich die Maus darüber steuern. Ziehe ich den orangenen Schalter wieder runter, habe ich an diesem Knopf einen entsprechenden Druckpunkt.
Der Flight Stick an sich ist in der Höhe verstellbar, auch das kam im letzten Video etwas zu kurz. Drückt und hält man den Knopf hier unten, kann man den Griff in der Höhe verstellen und somit an unterschiedliche Handgrößen anpassen. Und hier noch eine weitere Ergänzung zum letzten Video. Ihr erinnert euch eventuell an diese Knöpfe hier auf der rechten Seite unten am Flight Stick. Die Knöpfe B12 und B13, also diese beiden hier, waren deutlich nach unten versetzt bei Auslieferung. Da sie ohne weiteres funktionierten, dachte ich, es ist normal so. Allerdings, zwischenzeitlich, ich denke, das kommt durch den ständigen Auf- und Abbau, sind die auf dem gleichen Niveau wie die anderen auch. Also es ist irgendwie komisch. Ich hoffe, das bleibt stabil. Darf ich vorstellen? Das ist Bernd. Bernd hört gerne zu. Ebenfalls ein Feedback aus dem letzten Video war, wie klingen denn die Tasten und wie ist denn das Feeling, das die Haptik und so weiter betrifft? Um euch auch da einen besseren Eindruck zu vermitteln, hört mal genau hin. Und nach diesem kurzen ASMR-Ausflug melde ich mich zurück aus der Zentrale des Glücks. Denn ich bin nach wie vor sehr glücklich mit meinem Flight Deck von Turtle Beach. Und ich hoffe, ich konnte euch mit meinem zweiten Video zum Flight Deck einen weiteren ergänzenden guten Gesamteindruck zu diesem wunderbaren Stück Hardware geben. Sollten weitere Fragen offen bleiben oder ihr Ergänzungen haben, dann nutzt bitte aktiv die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Wenn euch dieser Inhalt hier gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann lasst mir euer Däumchen da und falls noch nicht geschehen, zur Unterstützung dieses Kanals auch sehr gerne ein Abo. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit und bin raus.